Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom Top-Magazin Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich treffe mich in unregelmäßigen Abständen mit Persönlichkeiten aus Dresden und Ostsachsen, um mit ihnen über ihr Leben und über ihre Arbeit zu sprechen. Diesmal ist Professor Dr. Michael Albrecht vor mein Mikro getreten, den viele Dresdnerinnen und Dresdner kennen werden, denn er ist seit über 30 Jahren in leitender Funktion beim Dresdner Universitätsklinikum beschäftigt. Seit 23 Jahren schon ist er medizinischer Vorstand und man kann schon sagen, dass jetzt eine Zäsur bevorsteht für das Dresdner Krankenhaus, denn zum Ende des Jahres will Professor Dr. Michael Albrecht seinen Posten als medizinischer Vorstand räumen. Er hat wie keine zweite andere Persönlichkeit das Krankenhaus geprägt und dabei konsequent auf Interdisziplinarität und medizinische Exzellenz gesetzt, wobei er stets das Ziel einer hochwertigen und effizienten Patientenversorgung im Blick hatte. Unter seiner Führung hat das Universitätsklinikum zahlreiche Meilensteine erreicht und ist zu einem der führenden medizinischen Zentren in Deutschland und Europa gereift. Als geschickter Netzwerker half er, die Krankenhäuser der Region zu verbinden und gleichzeitig wichtige Institutionen wie das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen Dresden, das NCT, oder das Zentrum für metabolisch-immunologische Erkrankungen und Therapietechnologien Sachsen, das MITS, zu etablieren. Und auch in Krisenzeiten wie zur Jahrhundertflut 2002 oder in der Corona-Pandemie führte Professor Dr. Michael Albrecht das Universitätsklinikum in sichere Gewässer. Es ist also ein durchaus reiches Erbe, das sein Nachfolger, der Hämatologe und Onkologe Professor Dr. Uwe Platzbecker, zu Beginn des Jahres 2025 antreten soll. In meinem Gespräch mit dem Träger des Sächsischen Verdienstordens haben wir unter anderem über die Kultur am Universitätsklinikum gesprochen, über die Netzwerkarbeit, die ihm stets wichtig war, und über seine Ideen für eine leistungsfähige Hochschulmedizin der Zukunft. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Hören des Podcasts und freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren. Sie finden ihn bei Spotify, Sie finden ihn bei YouTube und auf der Website vom Top-Magazin Dresden-Ostsachsen. Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom Top-Magazin Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich freue mich, heute im Universitätsklinikum Dresden zu Gast sein dürfen, wo mir Professor Dr. Michael Albrecht gegenüber sitzt. Und das hat natürlich seinen Grund. Er ist immer ein angenehmer Gesprächspartner, aber in diesen Tagen besonders, denn zum Ende des Jahres endet Ihre Amtszeit hier am Universitätsklinikum nach 23 Jahren. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit, vielleicht dann doch mal zurückzublicken, aber viel wichtiger noch nach vorne. Ich würde Sie trotzdem bitten, vielleicht zu Beginn mir ein bisschen zu erzählen, was denn so vorbildhafte Entwicklungen waren in jüngster Zeit, die nicht nur das Universitätsklinikum, sondern auch die Struktur der sächsischen Krankenhauslandschaft generell vorangebracht hat, aus Ihrer Sicht. Also erstmal hallo, grüße. Mache ich natürlich gerne. Im Prinzip ist das eine riesige Frage. Ja. Über die kann man stundenlang diskutieren. Ich versuche mal, so ein paar Highlights herauszuziehen. Und das Wichtigste ist einfach, wir halten uns hier als Uniklinikum jetzt ja inzwischen seit über 30 Jahren, die es uns gibt als Universitätsklinikum, schon für was Besonderes. Also wir sind nicht eine Klinik, die alles so macht wie alle anderen auch. Wir haben uns immer bemüht, und da können wir viele Belege liefern, über die Zeit vorne dran zu sein, also Trendsetter zu sein, Dinge zuerst zu machen, Dinge anzustoßen, und was auch schon immer eigentlich unser Anspruch war, das System, das Versorgungssystem, das eigentlich für den Patienten da sein sollte, zu verbessern. Ja, das ist uns mehr oder weniger gut gelungen, ja, da wollen wir uns auch nicht überschätzen, aber trotzdem viele Dinge, also zum Beispiel eine Servicekultur zu etablieren in dem Krankenhaus, wie ein Unternehmen aufzutreten, das heißt auch mit sich, mit seinen eigenen Ideen nach außen zu gehen, Marketing zu machen am Ende für ein Unternehmen, eine Kultur aufzubauen für die Mitarbeiter, also dass man sagt, ja, wir stehen für bestimmte Werte, wir haben Ziele, wir haben klare Vorgaben und die wollen wir auch dann hier umgesetzt haben am Klinikum,
Das sind mal so drei ganz wichtige Aspekte, die wir im Laufe der Zeit dann auch immer wieder gespielt haben. Und die uns, glaube ich, auch schon unterscheiden von vielen anderen Kliniken. Ich kann mich noch erinnern an die Diskussion. Wir hatten mal, das ist jetzt 20 Jahre her zwar, aber so lang dann auch wieder nicht, wenn Sie mit Klinikdirektoren geredet haben und wir gesagt haben, die Veranstaltung habe ich noch vor Augen, ein Patient ist Kunde. Ja, gab es einen Riesenaufschrei, eine Riesenablehnung, das kann gar nicht sein und mein Patient und ich bin für meinen Patienten da und da habe ich eine Sorgfaltspflicht und so. Und ich sage, ja, das berührt das eine, das andere nicht, sondern lass uns da mal sagen, der Patient ist mindestens Kunde. Wenn er dann noch mehr ist, das heißt, wir ein persönliches Verantwortungsgefühl für ihn entwickeln, was gut ist, was der Sinn von einem Arzt-Patienten-Verhältnis ist, dann kommt es noch dazu. Aber man sollte nicht vergessen, dass man ihn schon zum Anfang und wenn er dann hierher kommt, auch wie einen Kunden sieht. Das heißt, man hat eine Dienstleistung anzubieten, man hat einen Service anzubieten, man hat freundlich zu sein und ähnliche Dinge. Also das sind ein paar wenige Beispiele jetzt, die uns, würde ich mal sagen, besonders machen. Ist dieser Weg schon zu Ende gegangen oder welche Schritte müssen da noch gegangen werden? Das ist wie bei der Kindererziehung. Ja? Also Sie können nicht glauben, dass Sie mit einem Appell oder sagen, wir haben die oder die Servicekultur und dann machen alle das. Ja? Dann gibt es einen Druck, dann gibt es auch Widerspruch, dann denkt man drüber nach, dann kontrolliert man sich mal eine Zeit lang. Das hält in der Regel eine kurze Zeit an. Und dann fangen sie wieder von vorne an. Das heißt also, gerade wenn es um Verhalten oder um Dinge wie Empathie gegenüber Patienten geht, dann können sie das nur über kontinuierliche Prägung, über Vorbildfunktion und auch am Ende schon mit einem System von Belohnung und Sanktionen steuern. Auch was das Team des Krankenhauses betrifft oder reden Sie da jetzt generell von der Struktur, von dem System, was dahinter steht? Beides. Ne? Also es ist nach wie vor so und da sind wir schon weltweit gesehen in Deutschland so ein bisschen ein eigenes Modell, das bei uns immer, sagen wir mal, die Professionalität der Behandlung oder der Medizin im Vordergrund ist gut, ja, das ist die Grundforderung, davon geht jeder aus. Dass aber, sagen wir mal, das Bewusstsein, dass ich für den Patienten da bin und nicht der Patient dafür, dass mein Geschäft gut floriert, das ist in Deutschland noch nicht so ausgeprägt, nach wie vor nicht. Deutlich besser geworden, also wenn Sie da mal in den 2000er, Anfang der 2000er geguckt haben, wo sie, also wenn sie in ein klassisches deutsches Krankenhaus gegangen sind, so Sätze wie erlebt haben, wie hier treten Sie nicht ein oder klopfen Sie erstmal oder wenn, was wollen Sie überhaupt hier oder so, Standardsätze, Standardbegrüßungen für Patienten waren, da hat sich schon was getan, weil der Konkurrenzdruck zugenommen hat. Aber ich denke, auch wir haben immer noch zu tun, immer wieder unseren Mitarbeitern, uns selbst auch zu sagen, hey Freunde, überlegt mal, für was wir eigentlich da sind. Und die Mitarbeiter, denken Sie, sind aber schon größtenteils von diesem Weg auch überzeugt, dass man eben diesen Servicecharakter, neben dem Versorgungscharakter, der natürlich der wichtigste bleibt, dass der eben nach vorne gehangen wird und ja, Priorität hat. Wenn Sie das so diskutieren und ansprechen, sagt jeder, natürlich, ja klar, ist es so, heißt aber nicht, dass in dem täglichen Ablauf, der ja nun schon, braucht man sich nichts vormachen, schon stressig ist und belastend ist, dass das dann auch schon mal häufig untergeht. Und am Ende geht es auch nur, wenn dann in so einem Team immer jemand sagt, du, hör mal auf, ehrlich, das kannst du ja auch anders sagen. Ja? Ich kann ja, wenn ich in einer vollen Ambulanz sitze bei uns in der Notaufnahme, das ist immer so, da ist immer voll, ja, da sitzen immer Leute, da kann ich an denen 10-mal in einer halben Stunde vorbeirennen und die nicht beachten oder ich kann jedes Mal sagen, also schon, ist immer noch nicht, der Arzt ist aber schon unterwegs oder so. Das heißt, ich baue eine positive Kommunikation aus. Und wenn das nicht stattfindet, dann kann hinterher die Behandlung top sein, der Patient nimmt mit,
Die waren arrogant, die waren unhöflich, die haben mich links liegen gelassen, ähnliche Dinge. Und das ist eine Geschichte, die nur kontinuierlich immer wieder funktioniert. Und wir haben eine eigene Abteilung, wir haben Beschwerdemanagement, wir sehen das ja. Das ist unsere geliebteste Übung, ja, Montag oder Mittwochmorgen ins Beschwerdemanagement zu gehen und jede einzelne Beschwerde, die es da zuhauf gibt, durchzugehen und sich dann, dann klar zu erkennen, Mensch, also das war einfach verhinderbar, diese Beschwerde. Nicht, indem man medizinisch was anders gemacht hätte, sondern nur, indem man den Patienten ein bisschen als auch Kunden betrachtet. Also Evaluation ist auf jeden Fall immer wichtig, das, was vielleicht schiefläuft, im Alltag neu zu betrachten, neue Wege zu finden, das zu vermeiden. Das ist einfach ein Standard, der fürs Krankenhausmanagement ganz also wichtig. Das ist der Impuls, den wir von Anfang an hier gesetzt haben, wo wir auch wirklich Wert drauf legen, wo wir auch die Kommunikation intern suchen und pflegen, wo wir von Anfang an, und das haben wir schon vor 10 Jahren gemacht, Feedbacks eingesammelt haben, dem nachgegangen sind. Also bei uns schmeißt man nicht eine Feedbackkarte ein und beschwert sich über irgendwas und unten ist diese Kiste offen und geht sofort in den Mülleimer über, sondern es guckt sich jemand an, das wertet jemand aus und wenn sie das eine Zeit lang machen, dann erkennen sie Muster. Ja? Also immer passiert das dort an der und der Stelle, immer passiert das in der und der Gruppierung und so. Und dann kann man, und da geht man nicht rum und schimpft dann vor sich hin, das nutzt auch nichts, sondern dann muss man mit den Leuten reden, muss das dem bewusst machen. Und dann kriegt man auch was bewegt. Ja? Aber wie gesagt, in dem Moment, wo das aufhört, wird es auch wieder schlechter. Also eine wertschätzende Kommunikation spielt auch eine ganz gewichtige Rolle, nicht nur bei den Patienten gegenüber, sondern auch teamintern. Bei den absolut, absolut. Das gilt innerhalb des Teams, das gilt auch über die Hierarchiestufen. Ich meine, heute schwätzt man halt dann gerne drüber und flache Hierarchien und wir sind oder haben gar keine mehr. Das ist auch unsinnig. Sie haben immer eine fachliche Hierarchie. Aber die Frage ist ja genau, wie man das auslebt. Ja? Und das darf nicht abhängen von den Streifen oder Abzeichen auf dem Kittel, sondern von der Kompetenz. Ja? Und muss dann auch wertschätzend gemacht werden. Ja? Und man, auch da haben wir, glaube ich, schon ein gutes und straffes Regime. Wir gehen dem nach, ja, wenn auch Mitarbeiter sich beschweren über Kollegen, über Vorgesetzte und greifen da auch durch. Und bis hin zum Klinikdirektor kann man dafür eine Abmahnung kriegen, wenn denn die Kommunikation nicht den klassischen Standards entspricht, die wir auch wirklich intern gesetzt haben. Jetzt haben wir schon viel über Qualität und Service gesprochen, was ein Krankenhaus, ein modernes Krankenhaus heute beinhalten sollte, eine gute Qualität natürlich. Oft ist es ja aber auch, oder es ist eine Möglichkeit, ist es ja auch vielleicht gar nicht erst den Krankenhausbesuch notwendig werden zu lassen. Da spreche ich, glaube ich, ein Lieblingsthema von Ihnen an, nämlich die Telemedizin. Ja. Ich habe jetzt auch schon viel über Ambulantisierung gesprochen. Inwieweit ist denn das ein wichtiger Charakterzug von einer modernen Krankenhauswirtschaft? Generell sollte ein Gesundheitsmedizin darauf abzielen, nicht zu gucken, wenn denn der Patient quasi erkrankt ist, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, nur wird er wieder repariert. Das ist okay, das ist die Pflichtübung. Ja, dafür gibt es das Krankenhaus. Wir sollten vermehrt, verstärkt, das sagen wir aber auch jetzt seit 20 Jahren schon, darauf achten, dass der Krankenhausbesuch gar nicht notwendig ist, das heißt präventiv vorher tätig werden. Das ist jetzt auch wieder großes Gelaber gesundheitspolitisch, ja, aber am Ende, wenn man ehrlich ist, ist da wenig passiert. Es ist auch wenig investiert worden. Wir sind das Land mit einem hochteuren, einem der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, das am wenigsten ausgibt für Prävention und für Programme, um, sagen wir mal, Krankheiten zu verhindern. Sind wir deutlich schlechter als die skandinavischen Länder, die das seit vielen Jahren sehr viel intensiver und professioneller tun. Also mal schlichtweg, ich kann warten, bis jemand Diabetes hat und dann kann ich an dem herumdoktern, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Folgen in den Griff bekommen sind. Das ist dann
teuer, das ist aufwendig und es ändert die Situation nicht, weil der Schaden schon eingetreten ist. Die Niederländer haben vor 20, 25 Jahren Programme gefahren. Was passiert, wenn ich den Eintritt eines Diabetes, also einer Zuckerkrankheit, um ein Jahr nach hinten verschoben kriege? Gar nicht, dass der gar nicht kommt, sondern nur Zeitgewinn ein Jahr, spart immense Milliarden an Geld, amortisiert sich immer. Ich kann gar nicht vorher so viel an Kosten ausgeben, wie der Spareffekt hinten ist, allein durch das ein Jahr Zeitgewinn. Ja. Und mal ganz abgesehen davon, dass es persönlich für den Patienten natürlich extrem wichtig ist. Also da muss man mal ehrlicherweise sagen, wir sind hauptsächlich in dem System, gerade die Krankenhäuser, Reparaturbetriebe, aber sind nicht sonderlich wirksam gegen oder im Rahmen der Prävention. Da ließe sich eine Menge machen, da gibt es jetzt ein paar Ansätze. Schau mir das mal sehr, sehr aufmerksam an. Große Worte heißen noch nicht, dass dann was passiert. Schlichtweg hat es was damit zu tun. Man muss was investieren. Also Präventionsprogramme, um mal in Görlitz zu gucken, wie viel Patienten mit einem hohen Risiko für Diabetes, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, Adipositas, gibt es denn da, was kann ich unternehmen, dass das gar nicht so weit kommt? Das ist alles ehrlicherweise in den Kinderschuhen, da sind wir weit hinterher, hinter vielen anderen Ländern. Das Zweite ist dann natürlich in der Medizin sich zu überlegen, und das ist in Deutschland auch immer relativ stiefmütterlich behandelt worden, wenn ich denn Therapien mache, auch wirklich individuelle Strategien zu entwickeln, dass ich das auf den Patienten anpasse. Ich kann Standards festlegen, ich kann Richtlinien, heißt immer so nett in Deutschland, festlegen, ja, und dann arbeite ich die ab. Aber, und das sollte jeder gute Arzt tun, ich muss gucken, wie passt das auf den Patienten. Also ich muss ein individuelles Behandlungsmuster entwickeln. Das ist jetzt ganz en vogue. In der Krebsmedizin ist das so. Das heißt, ich gucke genau, in welchem Stadium ist der Patient, was hat er für genetische Ursachen und. Und dann passe ich die Therapie darauf an. Und das heißt auch dann mal, ich mache was nicht. Ja? Also es mag und muss eine Diskussion darüber geführt werden, ob man jeden 85-Jährigen mit der und der Erkrankung noch so extensiv behandelt. Ohne dass man den Patienten im Stich lässt oder ohne dass man ihm eben Dinge vorenthält, darum geht es gar nicht, ja, sondern dass man eben stratifizierte Therapien macht, die auf den Zustand des Patienten angemessen sind, ja, und mit ihm abgesprochen und kommuniziert sind. Da ist noch viel zu verbessern. In der Onkologie sind wir unterwegs. Unser Krebszentrum hier war wirklich eins der ersten, die also individualisierte Krebsbehandlungsstrategien entwickeln. Dafür sind wir nationales Krebszentrum und das schon seit ein paar Jahren, 14, 15. Ja, da ist noch eine Menge zu tun, da sind wir lange nicht am Ende. Wir bauen ja jetzt hier auch neu mit dem DKFZ in Heidelberg. Das ist die deutsche Krebsforschungsinstitution, die es gibt. Und die kommen nicht von ungefähr bei uns hier aufs Gelände, auf dem Campus und bauen ein DKFZ-Gebäude hier hin, sondern weil die sagen, ja, okay, die haben die richtige Philosophie, hier können wir Behandlung, Wissenschaft, Grundlagenforschung wirklich zusammenbringen und gucken, dass der Patient was davon hat. Und das wird die Zukunft sein in der Medizin. Ein Punkt, der Ihnen auch immer sehr wichtig war, war die Verflechtung mit Krankenhäusern in ländlichen Gebieten. Da hat die Uniklinik auch schon wichtige Schritte gemacht. Wie geht es da weiter auf diesem Gebiet? Ja, stimmt, wir haben uns da immer sehr bemüht. Ich persönlich bin da ehrlich viel Klinken putzen gegangen, bin da auch viel belächelt oder auch beschimpft worden. Das ist so ein Quatsch, ja, das sind Konkurrenten und warum soll man die stark machen? Also ich war vor vielen Jahren schon, und nicht nur ich, das gibt viele Mitstreiter hier im Klinikum, die das nicht anders sehen, war immer überzeugt, am Ende kann ich nur so ein regionales Behandlungskonzept in dem Netzwerk machen. Wenn der Patient in Hoyerswerda wohnt oder in Görlitz oder in Zittau, dann muss es möglich sein, dem, wenn er es notwendig hat,
eine absolute Hochleistungsmedizin anzubieten, aber trotzdem in den Phasen, wo er die nicht braucht, muss er dort vor Ort versorgt werden können. Und das funktioniert nur, wenn ich quasi genau weiß, was ist denn die jeweilige Behandlungskompetenz in den einzelnen Häusern, in den Praxen bei uns. Und unser Part ist es dann, den Top-Teil anzubieten. Also wir sollten die Protonentherapie, haben wir ja auch deswegen, haben. Wir sollten die neuesten Maschinen haben. Wir sollten die Untersuchungsmöglichkeiten haben, um Genuntersuchungen oder Metabolismusuntersuchungen zu machen. Das kann nirgendwo anders passieren, weil sie da heute solche Top-Experten brauchen, die gehen nicht nach Hoyerswerda. Selbst wenn man sich noch so anstrengt, ist einfach eine Illusion. Das heißt, ich konzentriere Kompetenz, die haben wir hier, und dann baue ich ein Netzwerk. Und dann weiß ich, was jeder kann in dem Netzwerk. Und dann muss natürlich das gegenseitige Vertrauen da sein, dass ich den Patienten zum entscheidenden Zeitpunkt abgebe. Mhm. Also wenn das dann so ist, und es war viele Jahre so, es ist ein bisschen besser geworden, aber lange nicht da, wo es sein könnte, dass der Patient gebunkert wird, immer da, wo er gerade ist, aus allen möglichen Gründen. Da gibt es auch viele gute Gründe, keine Frage. Die Häuser waren auch gezwungen dazu, weil sie ja, sagen wir mal, ein großes Fallaufkommen brauchten, um ihre Grundfinanzierung überhaupt zustande zu kriegen. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert auch das, was jetzt so der Sinn und Zweck der sogenannten Lauterbach-Reform ist, nämlich dass man den Patienten quasi in einem abgestuften Behandlungsplan zwischen Zentrum, peripheren Krankenhaus, Praxis und so weiter hin und her schickt, funktioniert nicht. Und ehrlicherweise fehlt mir jeder Glaube, dass das politisch gelöst werden kann, indem man Gesetze schreibt, sondern das funktioniert nur, indem ich dieses lokale Netzwerk entstehen lasse. Dazu muss ich aber Anreize schaffen. Mhm. Wenn ich das behindere, weil ich sage, wenn du im Netzwerk mitarbeitest, dann hast du weniger Erlösmöglichkeiten, ja? Du kriegst weniger Geld und wirst wirtschaftlich Probleme kriegen, dann macht keiner mit freiwillig. Warum sollte er? Ja? Also da fehlen die Anreize im Bezahlsystem, da fehlen die Anreize in dieser Belohnung für Netzwerkarbeit. Ja? Telemedizin haben Sie schon angesprochen. Ich meine, das ist ja kein technisches Problem. Genau, viel, alles telemedizinisch machen. Aber wenn ich die Leistung, die da dahinter steckt, nicht bezahle in dem System, dann wird keiner das gerne freiwillig machen. Weil warum sollte ich eine riesen Technologieausstattung machen, die Experten vorhalten, die das tun, und dann am Ende dafür nichts erlöst bekommen, weil dann kann ich es mir nicht lassen. Ne? Mhm. Und sagen wir mal so, wir haben, glaube ich, da sind wir auch was Besonderes, unser Cluster hier, unser Dresdner ostsächsisches Cluster, sind 36 Krankenhäuser, was in der Corona-Zeit so richtig gefordert war. Und meiner Meinung nach, und das würden alle, die in dem Cluster dabei waren, alle Krankenhäuser bis nach Görlitz, Zittau und so weiter, genauso sehen. Wir haben gezeigt, dass es funktioniert, wenn wir uns untereinander selber organisieren. Wenn wir uns gegenseitig da in der Kompetenz helfen. Wir haben es geschafft, während der Corona-Zeit dafür zu sorgen, dass der 16-Jährige, ja, der an Corona verstorben wäre, wenn er denn nicht gleich von Anfang an hierher gekommen wäre und an die künstliche Lunge genommen worden wäre, wenn wir das in die Hand nehmen in der Steuerung, wer sollte es besser organisiert kriegen als wir selber? Weil wir wissen ganz genau, was der Einzelne kann. Und was da entstanden ist, besonders in unserem Cluster hier, ist das gegenseitige Vertrauen. Ja, also, dass man sagt, nee, das können die gut, das können die besser, da schicken wir den Patienten hin. Wenn das nicht mehr notwendig ist, kommt er auch wieder zurück und solche Dinge. Also wir haben heute noch extrem gute Kommunikation untereinander und das ist die Basis für ein Netzwerk. Ja, wenn ich dem anderen nicht traue, wenn ich sage, oh Gott, mit dem will ich eigentlich gar nicht zusammenarbeiten, dann kann mich auch kein Gesetz dazu zwingen. Es gibt ja trotzdem auch viele Initiativen eher auf so Fachbereichsebene der Zusammenarbeit. Denkt da irgendwie an Dermatologie, an verschiedene Tumorboards oder auch so Kindernot.
Dienste, worüber ich jetzt auch geschrieben habe. Ist das ein Zukunftsmodell oder muss man da eben noch größer denken und das noch mehr institutionalisieren? Das ist eigentlich schon gelebte Zukunft. Das kann, da bei Kinder Intensivmedizin sieht sofort jeder ein. Ja. Also wir haben 26 kinderklinische Abteilungen in Krankenhäusern in Sachsen und haben ganze 3 Intensivstationen, die Intensivmedizin, Pädiatrie machen können, wo alles möglich ist, also bis hin zur künstlichen Lunge. 3. Und das heißt, das kann überhaupt nur funktionieren, die Behandlung in den anderen Kinderabteilungen, wenn es einen optimalen, guten Austausch zwischen der Kinderklinik und der Kinderintensivstation gibt. Das haben wir hier gemacht, wir haben Kinderintensivstation. Da musste man niemanden überzeugen, die machen alle mit. Oder wir haben seit 15 Jahren ein Schlaganfallnetzwerk, wo wir auch weit über 25 Kliniken eingebunden haben in ein Netzwerk. Und jeder genau weiß, wo er sich hinwendet, ein Zentrum, der kriegt einen Ratschlag, der Patient wird zur Diagnostik verlegt, kommt wieder zurück oder er wird vor Ort vom Experten angesehen, telemedizinisch. Also das machen wir jetzt seit vielen Jahren schon. Ich glaube, das haben wir jetzt bewiesen, dass das gut geht und funktioniert und 100% zur Verbesserung der Behandlungsqualität beiträgt. Ne? Also das war ja genau der Auslöser. Also wir konnten es ehrlich, ich konnte mich nicht damit abfinden, dass ein Mitte 50-jähriger Mann, der hier unterwegs ist mit dem Auto und einen Schlaganfall hat, ehrlicherweise, weil er nicht gleich der möglichen Therapie zugeführt worden ist, am Ende einen dauerhaften Lähmungsschaden hat. Das kann nicht sein. Ja? Und insofern war das der Treiber. Und da gab es nie Widerstand von unseren Mitbewerbern, Konkurrenten, wie sie wollen. Mhm. Die machen da alle gerne mit, weil da inzwischen jeder überzeugt ist, dass es funktioniert, wenn man das anständig macht. Und das heißt, solche Dinge werden natürlich mehr werden müssen. Ja. Machen uns andere Länder vor, die machen das schon immer, weil die gar nicht so eine Dichte an Versorgungskrankenhäusern haben, wie wir das haben in Deutschland. Und das wird man weiter ausbauen. Ja, ich hoffe, dass die richtigen Anreize gesetzt werden, politisch jetzt. Da gibt es viele Bekundungen und viel beschriebenes Papier, aber am Ende ist das was Lokales, Regionales. Ja, Berlin, das BMG, das Bundesgesundheitsministerium, kann unsere Probleme, die wir in der Lausitz haben, nicht lösen. Das muss man schon selber. Ist man denn trotzdem innerhalb Deutschlands, Sie haben ja viel von vorbildhaften Systematiken außerhalb Deutschlands gesprochen. Ist man denn trotzdem da irgendwie in einer Vorbildfunktion mit diesem Netzwerk, wie es schon vorhanden ist? Also wir sind es. Also unser Schlaganfallnetz war eins der ersten deutschlandweit. Unser Kinderintensivnetzwerk ist es. Wir haben auch jetzt gerade das erste sächsische Intensivnetzwerk, den Verbund, gegründet und mit den Kliniken Verträge abgeschlossen. Also wir sind da häufig Vorbild geworden. Ich weiß noch, wie uns in anderen deutschen Ländern die Leute gebeten haben, wir sollen unsere Struktur, unsere Verträge oder so weiter des Schlaganfallnetzwerkes denen geben. Da sind dann viele entstanden nach gleichem Muster. Mhm. Ich glaube immer noch, dass wir da sehr gut dabei und vorne dran sind, aber da ließe sich noch deutlich mehr machen, wenn die Hürden in dem System nicht da wären. Mhm. Ja, also Abrechnungsprobleme und. Ja. Es gibt jetzt viele Entwicklungen, die Sie schon angesprochen haben. Ich würde Sie trotzdem noch mal bitten, was so wichtige Herausforderungen sind zu erwähnen, die jetzt gerade das Universitätsklinikum in den nächsten Jahren zu bewältigen hat. Naja, jetzt haben wir so eine Phase, also da hat sich dann so allgemein in der zentralen Politik, das ist schon immer schwierig, ne? Also es war so wie bei Corona, ne? Also wenn das Institut in Berlin festlegt, wie bei uns die Corona-Infektion in den Griff zu kriegen ist, dann war das meistens nicht sehr up-to-date. Ja? Jetzt gibt es also den allgemeinen politischen Wunsch, unser System funktioniert nicht mehr richtig. So. Es ist zu teuer und die Qualität, die rauskommt, ist nicht adäquat zum Preis. Gut, schöne Diagnose, die konnte man schon vor 15 Jahren stellen. Ja, also gut, ist jetzt schon mal da. Dann gibt es die Idee, das kriegen wir jetzt in den Griff
weil wir solche Vernetzungsstrukturen schaffen, weil wir Überangebote abschaffen, weil wir sagen, die Patienten sollen dahin gehen, wo was häufig gemacht wird und ähnliche Dinge. Also alles nicht falsch, alles richtig. Also viel von dem, was da politisch vorne hergetragen wird, ist schon korrekt. Aber die Umsetzung ist absolut chaotisch. Sie fängt mit dem Falschen an. Sie greift nicht da an, wo am schnellsten bewegt wird. Und vor allen Dingen gibt es den Irrglauben, das ist meine persönliche Meinung, man könne über die Vorgabe eines Gesetzes es jetzt verändern. Ich bin der Meinung, man muss es über die Veränderung der Anreize machen, also der Vergütung, der Strukturvorgaben und ähnliche Dinge. Und dann entwickelt sich das System selber. Wir haben das schon mal gemacht, ja? Also das haben leider die meisten vergessen. Bis 2004 hatten wir in Deutschland ein System, das ein Krankenhaus bezahlt hat, für das Mitternacht belegte Bett. Also wenn da Mitternacht einer im Bett lag, gab es dafür eine vorher ausgehandelte Pauschale. Das war Jahrzehnte so das Bezahlsystem. Was ist daraus entstanden? Also das kann jeder 15-Jährige ausrechnen, was passiert, wenn ich das mache. Also das System, die Anbieter werden sich danach aus und sagen, gut, was muss ich machen in dem System? Ich muss möglichst viele Betten haben und ich muss gucken, dass möglichst viele Mitternacht da liegen. Und im Hintergrund, das sage ich natürlich nicht, muss ich darauf achten, die da liegen, sollten möglichst gesund sein. Weil dann haben die wenig Kosten und ich kann von der Pauschale prima leben. Und ich habe noch gelernt in meiner Ausbildung, also wenn ich meinem Chef gesagt hätte, ich habe einen Patienten am Freitag entlassen, da hätte er mich auch entlassen, ja, weil der gesagt hat, hast du einen Vogel, Samstag, Sonntag waren wir gewohnt zu sagen, also müssen wir am Montag alles nochmal kontrollieren, weil dann 2 Tage Pauschale eingestellt werden. Das war jetzt nichts Verbrecherisches, weil das war notwendig, damit man ein Gesamtbudget kriegt, damit man sich auch teure Sachen vorne, da wo es bei den Patienten wirklich notwendig war, leisten konnte. Und dann haben sich alle aufgeregt, warum in Deutschland Patienten im Durchschnitt fast 14 Tage liegen und nicht wie woanders 7 Tage. Und ich kann mich noch an die Veranstaltung erinnern, wo dann appelliert wurde und dann argumentiert wurde, ja, bei uns sind die Patienten eben so besonders krank oder so. Also schwachsinnige Argumentationen. Und dann wurde das Bezahlsystem geändert. Man bezahlt nicht mehr für das Mitternacht belegte Bett, sondern man bezahlt für den Fall. Was passiert dann? Ja, das System ändert sich und es hat genau 2 Jahre gedauert, bis die alle verstanden haben, was ich jetzt tun muss. Dann mache ich eben möglichst wenig Betten und eine kurze Verweildauer und möglichst viele Fälle. Und alle haben damals vorher gesagt, was dann passieren wird nach einer Zeit. Es wird Fälle geben, die vielleicht nicht unbedingt notwendig waren als Fall. Es wird einen hohen Durchlauf geben, weil man in dem gleichen Bett sehr viel mehr Patienten pro Zeit umschlägt. Und es wird den Run auf Pauschalen geben, die möglichst hoch und lukrativ sind. Ja, und genau, hat genau 2-3 Jahre gedauert, war plötzlich unsere Verweildauer, die vorher sich über Jahrzehnte um keinen halben Tag bewegt haben, waren halbiert. Ja. Deswegen sind trotzdem keine Leute am Bus rumgelegen und waren mit blutenden Wunden da gelegen, was immer dann vorher prophezeit worden war. Ja. Also heißt, alleine durch die Umstellung des Entgeltsystems habe ich total das Regime geändert. Und gleichzeitig, weil wir dann natürlich mit 100%iger Genauigkeit dieses Bezahlsystem so eingeführt haben, dass es nichts anderes gibt, hat kein anderes Land der Welt gemacht, ja. Macht es natürlich auch viel Anreize, so mehr Fälle produzieren, mehr Fälle in bestimmten Bereichen. Also dann wurde eine große Diskussion, wieso es sein kann, warum unsere Wirbelsäulenoperationszahl sich vervierfacht hat und solche Dinge. Ja. Wo denn die Patienten eigentlich vorher waren und so. Und viele solche Diskussionen geführt haben. Es waren klassische Reaktionen auf diesen Anreiz. Ja. Und das, was jetzt beklagt wird, warum denn die Leistungsdichte so hoch sind, warum unsere Fallzahlen eher ansteigen als abgefallen sind, warum viele Dinge, die vielleicht ambulant möglich werden, stationär passieren oder so,
wundern einen nicht, wenn man sieht, wie das System funktioniert. Und jetzt wird der Versuch gegenzusteuern, aber meiner Meinung nach eben nicht, indem man diese Anreize ändert, richtig, sondern indem man Vorgaben macht, also Regulation, und das wird nicht funktionieren. Was können bessere Anreize sein? Ja, dass man eben sagt, wir vergüten, ändern das Vergütungssystem, das ist in der Geschichte Vorhaltung zu bezahlen. Jetzt muss ich ja ein Krankenhaus Fälle en masse produzieren, um genug Erlös zu haben, damit ich Dinge, die nicht ausreichend finanziert sind, mir überhaupt leisten zu können. Also wenn wir schlecht bezahlte Geschichten wie eine Hirnoperation durchführen wollen, müssen wir an anderer Stelle viele Fälle in der Menge machen, um genug Erlös zu haben. Da müsste man eingreifen. Mit der Vorhaltefinanzierung wird das versucht, aber da wird ja jetzt lange herumdiskutiert, wie das aussieht. Ich fürchte, es wird typisch deutsch werden und sehr pauschaliert und dann andere Dinge machen. Also man könnte eine Diskussion darüber führen, was für Anreize muss ich setzen, um Verhalten so zu verändern, dass ein System rauskommt, das vernünftig ist. Okay, das war ein sehr belebender Blick in die Zukunft. Ich würde Sie persönlich auch nochmal fragen, wie Ihre Zukunft aussieht und wie Sie der Rolle oder in welcher Rolle Sie dem Uniklinikum vielleicht sogar erhalten bleiben. Ich bin ja ein Gewohnheitstäter. Also wenn Sie sehen ja, wenn Sie mir sehr gefangen sind, kann ich gar nicht aufhören. Also ich lebe in dem System schon so lange. Ich habe international gearbeitet. Ich weiß auch, wie es anders funktionieren kann. Ich liebe am Ende natürlich das System Krankenhaus und fühle mich da wohl, weil ich denke, ich habe genug Expertise. Also das heißt, ich kann gar nicht aufhören. Jetzt habe ich bin ja jetzt hier im Klinikum nicht nur diese Vorstandsjahre, diese 23, sondern war ja vorher auch schon als Dekan und Stundendekan und Klinikdirektor da. Bin jetzt seit 93 eigentlich im Prinzip da. Das ist eine lange Zeit. Und da hast du viel Privates investiert, Familienleben geopfert und sonst was, ja, da gehst du nicht hin und sagst so, und jetzt gehe ich in Pension und sammle Briefmarken. Ja. Also das wird nicht passieren, werde ich auch nicht machen. Ich habe genug Anfragen, weil offensichtlich wir insgesamt hier einen Ruf und eine Expertise haben. Und ich muss jetzt mal schauen, was ich mache. Was ich nicht machen würde, nichts tun. Ja. Und was genau muss ich jetzt noch sortieren und mal schauen. Jetzt fällt es mir erstmal schwer, hier aufzuhören. Das beschäftigt mich schon, ja, weil du kannst nicht 35 Jahre lang irgendwo immer im Hinterkopf den Laden haben. Immer. Ja, auch am Samstag, Sonntag oder so. Du warst dann nachts auf und sagst, oh Scheiße, habe ich das und das vergessen. Das hört nicht auf und da kannst du nicht jetzt sagen, so, jetzt ist 31.12., jetzt gibt mich das alles nichts mehr an. Also insofern bin ich ehrlicherweise immer noch auf der Suche, wie kriege ich diesen Ausstieg so hin, dass ich das hinkriege. Und B, wie kann ich ehrlicherweise auch noch ein bisschen von der Erfahrung und von dem Wissen, was man ja hier angesammelt hat, noch weiter hier zur Verfügung stellen? Das mache ich auch gerne. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei diesem Übergang und den Patientinnen und Patienten hoffentlich die Gelegenheit, davon noch zu profitieren, und bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank.